Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Ich kann gar nicht schön genug die Einleitung immer sprechen bei dieser herrlich wunderschönen Musik. Ja, ich liebe die Musik von Alice Madness Returns. Auch von American Maggie's Alice fand ich sie gut. Also waren auch ein, zwei, drei Lieder dabei, die ich gut fand. Aha, ja, dann werden wir ihr wohl folgen. Auch sehr geil hier mit dem Schiff und so. Ach, ich liebe es. Ja, ich könnte es immer wieder spielen. Ich mag es unheimlich gerne. Die Körbe kann ich aber nicht kaputt machen. Nein, klar. Ich bin ja nicht in meinem Wunderland. Ich habe ja keine Waffen mehr. Dieser Haufen ist wie gemacht für Billingsgate Market. Keiner fragt, wo sie herkam. Ein Fehler. Fisch aus diesem Bereich der Themse ist giftig. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Ja, wenn sie hier schon so steht, kann ich auch einen Screenshot machen, ne? So. Die Waschküche heute Abend, was, Jake? Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Gibt's Arbeit? Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn's noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Mhm. Weiß nicht, was du meinst. Bin die wohltätige Person, wenn ich dafür nichts tun muss. Er ist so ein bisschen neben der Spur. Okay. Gut. Gehen wir mal hier in diese Lagerhalle. Gucken. Was ist hier? Eis kann ein Bild zurückwerfen und wie Bernstein Objekt einfangen und konservieren für immer oder bis es schmilzt. Ja. Okay. Möchte sie damit eine Anspielung auf ihr Wunderland machen oder so? Oder kann ich das Eis jetzt nehmen? Ja, da war es wieder, das Piepen. Und genau deswegen war damals keine Musik mehr im Ton, weil ich gedacht habe, ich schalte das mal ab und habe damit den ganzen Sound abgeschaltet. The Mangled Mermaid. Ah ja, sowas finde ich ja auch cool, ne? So alte Spielunken, sage ich mal. So. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Halt so. Kneipen. Aber nicht so, also, ja. In Spielen natürlich was anderes. Ich selber würde mich natürlich fernhalten von irgendwelchen obszönen, blöden Männergestalten. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wo alles noch so ein bisschen einfach war. Und die Männer haben sich unterhalten über ihren Fischeralltag. Und, ach, ich weiß nicht. Hat er auch irgendwie was für sich? Ja, er tut mir auch leid. Was mit ihm? Kann man mit ihm reden? Er ist irgendwie so wie so eine zwielichtige Gestalt, die hier steht. Aber okay, gehen wir mal da hoch. Gehen wir da mal rein. Ach nee. Doch. Ich kann aber auch da hinten links rum. Oder nicht? Dann gehen wir da mal... Nee. Hä? Also doch. Hier lang? Wo? Und? So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Aha. Sagt sie auch irgendwas? Die Dünne? Nö. Ich weiß nicht, wo die Katze langgelaufen ist. Ah. Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein, gewürzt mit schlüpfrigen Liedern, das Publikum genauso roh und... Ja? Kann ich hier nicht weiter scrollen oder so? Mhm. Weil irgendwie geht der Satz weiter, aber sie scrollt nicht runter und nix, egal was ich drücke. Man kann es nur wegmachen. Naja. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu Starkgetränken zu haben. Sie schaltet Angst und Scham aus und ebnet Verzweiflungstaten den Weg. Frage mich, was aus Pris geworden ist. Okay. Sehr interessant, wie sie jetzt wieder hier in der Realität ist. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettarschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Boah, die Sprache, wie die hier miteinander reden, ey, nicht schlecht, aber irgendwie auch zum Lachen. So, alles so scheißegal.
Wo ist denn der Typ? Und komme ich da jetzt so rein? Bestimmt, ne? Also soll ich da schon reingehen? Ah, guck mal, hier ist noch ein Pferd. Kann ich das streichen? Oh, das sieht auch voll... Wie sieht denn das aus? Boah, wie dünn. Oh, nee, voll schade. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahin gerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Okay, es wird gespeichert. Und da sind wir drinne. Wie cool. Lass mich doch mal sehen. Und immer auch die... Das ist doch der Punkt. Und auch dieselben Leute immer, die wir hier sehen, irgendwie, die wir draußen gesehen haben, habe ich das Gefühl. Hm. Da ist auch sie wieder. Die treffen sich anscheinend alle hier immer. Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier oder magenzersetzenden Gin. Ja, kannst dich entscheiden. Dann würde ich, glaube ich, das fahle Bier nehmen. Eventuell, aber beides schmeckt mir nicht besonders. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Oh nein! Oha, du Arsch! Oh nein, und es brennt und sie liegt da ohnmächtig. Fest im Griff eines Feindes, entkomm ihm durch Ausweichen oder Schrumpfen. Tundravoll. Hab ich's mir doch fast gedacht. Weil sie gerade ja von dem Eis gesprochen hat, habe ich mir fast gedacht, dass wir irgendwie was mit Eis vielleicht jetzt kriegen, wenn wir wieder ins Wunderland kommen. Und da sind wir auch schon. Alice ist in der Realität ohnmächtig geworden in einem Haus, wo Feuer brennt, was uns natürlich daran erinnert an ihre Vergangenheit, wo es auch gebrannt hat. Deswegen ist ja das ganze Wunderland überhaupt da. Das ist natürlich sehr gefährlich, denke ich mir. Was ist das für ein Typ? Irgend so ein Fisch da hinten? Oh. Und die sind aber wie immer trotzdem da. Kein Problem. Kriege ich den jetzt auch kaputt? Den Fisch? Jetzt ist er nämlich irgendwie weg. Ganz komisch. Hier ist doch gerade so ein Fischding gesprungen. Toll, und ich hätte da lang gehen können. Oh, wie blöd, dann hätte ich mehr Zähne gekriegt. Kriege ich den Sprung hin? Nee. 155 Zähne. Wie viel habe ich jetzt, wenn ich wieder lebendig bin? Wie viel? Ach, keine Ahnung. Moment, ich bin ja doch wieder oben. Hm, wo kann ich dann doch besser runtergehen? Gehen wir mal hier lang. Nee, dann gehe ich mal hier lang. Hui! Jipp, das war besser. 161, so macht man das. Schön hier, oder? Oh. Mann, Alice, ziel doch mal. Ziel ich eben selber. Hallo? Fischchen. Oh, da kommen sie schon. Was? Oh, sie soll nicht ihn nehmen, sie soll den nehmen. Komm, mach dein Feuerding. Na komm.
Tut mir leid. Ach ja, wir kennen ihn ja schon. Geschafft. Wer ist er denn? Hallo. Voll der Yeti. Irgendwie. Und ich höre eine Schnauze. Das ist immer schön zu hören. Natürlich ist das schön zu hören. Vor allem, wenn man sie laut hört, dann kann sie nicht so weit weg sein. Was haben wir hier? Kann ich da irgendwie... Was? Da soll ich durchgehen können? Mit was denn? Kann ich das explodieren? Ich kann das aufsprengen und komme dann so an eine Flasche. Interessant. Manche Dinge habe ich auch tatsächlich so vom letzten Spielen, voll die eklige, zerfledderte Eule. Manche Dinge habe ich natürlich nicht mehr im Kopf. Nicht alles weiß ich mehr. Da ist der Yeti, der kalten Dampf macht. Oh, die Schnauze ist aber sehr nah. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Hier kann man sie ja auch nicht überhören. Junk. Da ist das Körbchen. Wie komme ich ans Körbchen? Bestimmt darüber. Oh, der Mond wird mir gezeigt. Das ist ja cool hier mit so Aurora. Ich glaube, ich muss immer warten, bis er aufhört. Ja, hat doch geklappt. Also ist er ja anscheinend nicht gut, oder? Ich meine, wenn er uns so einen Kram hier hinwirft. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Höhle übersehen. Weil das da unten... Ich weiß nicht, ist das da unten eine Höhle? Ich will das nur noch mal checken. Nee, das sah von da hinten so aus, als wäre hier doch noch irgendwie so ein Eingang. Aber da ist es kaputt, da waren wir schon. Was ist mit hier um die Ecke? Da kommen wir her. Okay, nee, gut. Dann kann ich ja weiterlaufen, keine Zeit verlieren. Das war jetzt nicht so schwer, hier rüber zu springen. Dann kann man das ja auch nochmal wagen. Das war jetzt nicht gut. Das zum Thema, es war nicht schwierig. Ja, ich bin ein bisschen knapp gesprungen. Wo sind wir? Sind wir oben? Ach, wir sind schon auf der richtigen Seite. Ja, das ist ja praktisch. Praktisch. Nettes Spiel. Sehr nett und freundlich. Wir haben hier überall so eingefrorene Sachen. So, vielleicht könnte man ja so ein bisschen denken, dadurch, dass so alles eingefroren ist, dass so ein bisschen ihre Zeit ja auch gerade stillsteht oder so, dass man das so überträgt. Alles ist gerade in Ruhe, sie ist ohnmächtig, alles steht still. Sie weiß selber nicht, wie es weitergeht oder so. Oh, wir haben eine Rutschpartie. Sowas finde ich ja auch immer total lustig. Und da lächelt uns etwas sehr Schönes an. Und das wollen wir natürlich haben, aber ich höre wieder eine Schnauze. Ich höre eine Schnauze. Holen wir uns mal das Ding. Ja, nimm's dir. Steckenpferd. Einfach umwerfen. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch Gegnerreihen. Okay. Ist total gut. Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Das brauchen wir natürlich.
Frage ist nur wieder, wie kann ich mit dem Gamepad das Ganze steuern? Ice Snark. Hello. Und da habe ich es auch schon. Okay. So, das war der eine. Da kommen aber noch mehr. Oh nein, ich bin eingefroren. Okay. Vergiss nicht, deine Zähne im Waffenmenü auszugeben. Nein, das haben wir nicht vergessen. Das haben wir alles brav gemacht. Keine Sorge, ich denke da schon dran. Nun war hier natürlich... Ach, was mache ich dir denn? Ja, ihr seht, wir haben eine neue Waffe. Ich finde die total gut. Bevor wir hier aber natürlich abhauen, werde ich versuchen, da oben hinzukommen, weil das habe ich schon lila da oben blitzen sehen. Wie komme ich darauf? Nee, das habe ich nicht geschafft. Da soll ich weiter. Ich will da aber nicht weiter. Ich will hier oben hin. Wie schaffe ich das? Bin ich drauf? Oh, ich habe es doch geschafft. Ich dachte, ich schaffe das nicht. Nein, bleib drauf. Okay, und rüber. Yippie. Ist hier sonst nichts mehr? Nur Rosen und... Ja, okay. Schade. Ich habe immer ganz gerne Erinnerungen, weil, naja, ist halt spannend, ne? Oh, ich höre eine Schnauze hier näher. Auch hier sieht man dieses Steckenpferd und wo ist die Schnauze? Wo? 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 Da hinten irgendwo. Weil wir sollen nach ihr Ausschau halten. Selbst der Hinweis sagt uns das. Horche und gucke nach der Schnauze. Mann, wo ist sie denn? Hier habe ich sie, höre ich sie nicht mehr so laut. Hä? Wie merkwürdig. Vielleicht ist die hier irgendwo voll um die Ecke oder so. Kann ich das eigentlich aufsprengen? Nee, ne? Doch, ich kann das aufsprengen. Ach so. Ah. Ach, cool. Und da ist die Schnauze. Und das habe ich jetzt wirklich echt gar nicht mehr gewusst. Dann ist ja gut. Cool. Und da war ja noch was. Das, was ich eigentlich wollte, war das hier. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Okay. Ich schätze mal, dass jede Erinnerung sich auch eigentlich nur... Ach, kaputt sogar. Habe ich es geschafft? Jep, hab ich. Ja, dann kann ich sie ja alle platt machen von hier oben. Das ist doch super. Da kommt wieder so ein schleichender Verfall-Dingsbums. Auch der ist tot. Noch einer da hinten. Ich will aber nicht, dass meine Zähne verloren gehen. Ich gehe runter. Ja, Alice, du darfst runtergehen, weil du schwebst ja hier sowieso halbwegs schon. Ja, das ist ja nur der eine. Das ist
ist ja nichts. Das haben wir alles von oben wunderbar schon erledigt. Super. Finde ich total gut. So, noch eine Rose natürlich und Zähne. Immer her damit, immer her mit dem ganzen Kram. Schnell eben auf die Uhr geguckt. Alleine das hier, guckt euch das mal an, hier hinter der Eiswand so. Der riesige Fisch. Ich hatte früher mal so ein Kinderbuch. Und das war voll gruselig. Da oben sind Sterne, wie komme ich denn da hin? Ach so, ah ja. Ah, da kann ich irgendwas machen. Ah, auch das wieder, voll das Geheimnis hier. Geh ruhig weiter, Alice. Geh durch die Eishöhle. Ich hatte mal so ein Kinderbuch, da waren so Fische und so abgebildet und da drunter, also da war halt ein Bild dabei, da hatte ich als Kind voll Schiss vor. Vor so einem komischen Fisch mit riesigen Augen. So richtig glubschig und so ein grünes Bild und alles so unheimlich und ja, daran erinnerte mich der Fisch irgendwie jetzt gerade. Hier auch ein eingefrorener Pelikan, da hinten die Sonne. Ganz merkwürdig. Da sind wir, oben bei den Sternen, wo ich hin wollte. Vielleicht ist das ja auch immer schon der richtige Weg. Aber ich glaube, das sind einfach nur so kleine Extras, um mehr Zähne zu kriegen. Gut, gehen wir mal da lang. Da ist auch noch was. Ich kann aber mich unter mir mich irgendwie jetzt, glaube ich, freikloppen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich jetzt wirklich freikloppen will. Da oder da? Nee, da ist eine Flasche. Dann will ich erst zur Flasche. Okay. Ja, das ist gut. Das finde ich total irre gemacht. Dieses Spiel ist so unglaublich vielseitig. Obwohl natürlich das Gameplay gleich bleibt, aber das ist ja bei jedem Spiel so. Ne, dass man sich dann wiederholt. Aber wo hat man das, dass man trotz Gameplay so das Gefühl hat, man hätte immer was Neues zu gucken, immer was Neues zu tun? Finde ich total geil. Deswegen mag ich es echt gerne, das Spiel. Eine Speicheruhr, finde ich gut. Finde ich gut. Okay. Und wieder eine Schnauze, die ich höre. Oh, die war aber nah hier. Wo ist sie denn? Ich höre sie ganz nah. Hix dich mal wieder hoch. Hey, Alice. Hallo. Hallo. Danke. Na, wo ist sie? Da oben ist auf jeden Fall ein goldener Zahn, wo ich gerne ran wollen würde. Oh nein! Nein, ich habe die Schnauze jetzt verpasst. Ich bin weggebrasht. Shit, das wollte ich gar nicht. Ja. Ich werde jetzt eh mal einen Cut machen und es kann ja sein, dass wenn ich das Spiel an dieser Stelle beende, dass ich dann, wo ich gerade eben war, doch nochmal hinkomme. Weil den goldenen Zahn und die Schweineschnauze hätte ich natürlich super gerne. Schade, Mist. Aber das ist auch immer so was Gemeines bei Alice. Man muss ein bisschen die Lage checken, bevor man einfach drauf losläuft, weil sonst verpasst man echt so ein paar Kleinigkeiten. Deswegen wollte ich das Spiel einfach auch gerne nochmal spielen, um eventuell Dinge nochmal zu kriegen, die ich das letzte Mal verpasst habe. Aber ich wette, dass ich das letzte Mal auch genau an der Stelle wieder gefehlt habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zugucken.